herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch den Bausatz der Focke-Wulf 190 A4 von Sukaimura nochmal im Detail vorstellen möchte. Jetzt werden Sie die Leute schon fragen, ja wie, jetzt hat er doch schon eine Bausatzvorstellung gemacht. Die kann man sich anschauen. Ich verlinke das mal hier oben. Das war aber mehr oder weniger eine sehr kurze Bausatzvorstellung. Ich habe sowas, mache ich normalerweise in einer Stunde oder so. Das sind hier über 20 Minuten. Meine Intention war erstens, eine Bausatzvorstellung zu machen, in der man in relativ kurzer Zeit sieht, was in dem Bausatz alles drin ist und einen groben Überblick zu bekommen. Und natürlich habe ich in dem Moment einfach auch mit der Ehrgeiz gepackt, weil ich gesehen habe, okay, vermutlich bin ich tatsächlich weltweit einer der Ersten, der diesen Bausatz überhaupt in der Hand hält. Ich habe keine Bausatzvorstellung, ich habe gar nichts gefunden, nicht mal das Boxart, das habe ich jetzt bei Scalemates hochgeladen. Und dann hat mir der Ehrgeiz gepackt, habe ich gesagt, okay, wer weiß, ob die anderen den Bausatz auch schon haben, wie Modell war König zum Beispiel oder so. Und da ist natürlich irgendwo eine gewisse Competition da. Ich gesagt, so, jetzt will ich die erste Bausatzvorstellung machen. Okay, habe ich natürlich entsprechend schnell gemacht, habe mir eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, auf den Bausatz bzw. auf die Focke-Wulf 190, und prompt habe ich die Rechnung bekommen und habe dann Kommentar bekommen, dass ich mich nicht auskenne und zum Strich. Okay, gut, ja. Ja, kann dann an der Stelle tatsächlich so aussehen. Wer meine anderen Bausatzvorstellungen kennt oder vielleicht schon Artikel von mir gelesen hat bei der Kitchecker oder so, wo ich tatsächlich original mit dem Modell vergleiche, der weiß, dass ich vielleicht doch nicht ganz unbeschriebenes Blatt bin. Und das muss ich natürlich jetzt an der Stelle nochmal korrigieren und will sowieso eine neue Serie machen, wo ich sage, okay, ich schaue mir den Bausatz jetzt nochmal wirklich im Detail an. Für die Nietenzähler-Fraktion, die gibt es auch. Ich selber bin jetzt nicht mehr ganz so der Nietenzähler, war ich mal, will ich aber nicht mehr sein. Und deswegen schaue ich mir jetzt mal diesen Bausatz einfach mal aber auch aus der Sicht an, um ein paar grobe Schnitzer, die der Bausatzhersteller gemacht hat, mal zusammen mit euch zu erarbeiten, um mal zu sehen, was ist alles falsch, was müsst ihr vielleicht, wenn ihr das wirklich historisch akkurat machen wollt, gibt ja Menschen, die wollen einfach nur ein schönes Modell bauen, ja? Gehöre ich jetzt mittlerweile auch dazu. Dann gibt es aber andere, die wollen dann alles wirklich ganz genau haben. Und ein paar Sachen kann ich euch hier zeigen, habe ich schon rausgefunden. Es gibt natürlich wahrscheinlich jetzt noch mehr geben, wenn man das Modell baut und dabei recherchiert und sieht, okay, man recherchiert ja, in welcher Farbe muss ich zum Beispiel das und das anmalen. Dann recherchiert man, dann sieht man ja, Moment mal, das Bausatzteil sieht ja komplett anders aus als das Teil im Flugzeug tatsächlich. Solche Sachen stellen sie dann später erst raus. Aber was ich jetzt schon rausstellen konnte, dass werde ich euch in diesem Video zeigen und natürlich einen ganz, ganz groben, kurzen Abriss über die Focke-Wulf 190 machen, damit man eine grobe Vorstellung hat, um was für Flugzeug handelt sich da und warum haben die ausgerechnet jetzt dieses Modell genommen. In dem Sinne schauen wir uns jetzt anhand von meinem ganzen Material, das ich noch hier habe, schauen wir uns mal ein paar technische Details an. Ja, die Focke-Wulf 190 ist ein wunderschönes Flugzeug, wie man jetzt hier schön in diesem ausgeklappten Teil dieses tollen Buches wirklich sehen kann. Und wurde 1937 vom Reichsluftfahrtministerium, das ist übrigens die Abkürzung des RLM, falls sich das jemand schon mal gefragt hat, was so RLM bedeutet, ist es beauftragt worden, weil es sollte der Standardjäger, die Bf 109, die Messerschmitt Bf 109, sollte ergänzt werden. Und zusätzlich hat sich der Kurt Tank damit beschäftigt, also der das konstruiert hat, dass man auch mal ein Flugzeug baut, das nicht nur unter Idealbedingungen funktioniert, also so ein klassisches Rennpferd, sondern es sollte mehr so ein Dienstpferd werden, das quasi auch mal auf schlecht bis gar nicht ausgebauten Feldflugplätzen gut starten und landen kann, was ja mit der Bf 109 mehr oder weniger ein bisschen schwieriger war aufgrund der Spurweite, also die ein bisschen entsprechend kleiner war, von dem her auch dann einfacher
zu fliegen, also zu starten und zu landen für nicht ganz so erfahrene Piloten. Und aufgrund dieser Einhebelbedienung, die jetzt dieses Flugzeug hatte, also der Motor wurde durch ein sogenanntes Kommandogerät gesteuert, das automatisch die Parameter wie Zündzeitpunkt, Drosselklappenöffnung, Ladergang, Einspritzmenge, Luftschraubenverstellung und so weiter alles geregelt hat, je nachdem, wie man den Hebel bewegt hat, was man bei der Bf 109 teilweise ja noch einzeln einstellen musste mit verschiedenen Hebeln, was natürlich die ganze Sache viel komplizierter macht. Von dem her ist das Flugzeug einfacher zu fliegen gewesen schon auch. Und vor allen Dingen ist es auch von der ganzen Wartung her alles darauf ausgelegt, auf den Feldeinsatz, dass man einfach sagt, man hat jetzt vielleicht nicht immer die Möglichkeit, alles hundertprozentig zu machen und das Flugzeug soll aber trotzdem funktionieren. Das war der Gedanke an der Focke Wulf 190 und ich denke, es hat sich im Laufe des Krieges ganz gut bewährt und hat auch ja, ganz gut funktioniert. Und es sind natürlich dann auch einige Versionen dabei rausgekommen. Von 1937 bis 1941 ist das Ding schon in Dienst gestellt worden. 1939, also 2 Jahre später, war schon Erstflug, das muss man sich mal vorstellen. Von nix auf dem Reißbrett zu Erstflug 2 Jahre, finde ich persönlich schon ja nicht schlecht. Und vor allen Dingen 4 Jahre zur Indienststellung. Also das kann man sich heutzutage sowas gar nicht mehr vorstellen. Also wenn man schaut, wie lange das so verschiedene Projekte dauern. Man sagt so neue Kampfflugzeuge, das dauert ja Jahrzehnte. Also von dem her waren wir da damals ein ganz klein wenig schneller unterwegs von der ganzen Sache her. Ich habe da hier, wie gesagt, super tolle Bilder, Bücher, die da wirklich sehr viele Sachen zeigen von der Focke Wulf 190. Da sind wirklich tolle Bilder drin, wo man sich mal ein bisschen was anschauen kann. Wie ist das Ding gewartet worden? Wie schauen da manche Details aus? Wie waren die Verhältnisse auf den Flugplätzen? Solche Bücher sind wirklich immer was ganz Tolles. Abgesehen davon sind hier auch wirklich tolle Detailaufnahmen drin, Nahaufnahmen, wo man das alles mal ganz toll sehen kann. Hier sieht man schon mal, da kommen wir später drauf ein, auf die Kraftstoffkennzeichnung, dieser Hinweis, was jetzt genau da eigentlich für Kraftstoff in die Focke Wulf reinkommt. Und da sind wirklich ganz viele tolle Bilder drin und eben aber auch Konstruktionszeichnungen. Und solche Bücher sind dann auch wieder interessant, weil man dann auch wieder schön sehen kann, hier jetzt da zum Beispiel an dieser Darstellung, das finde ich besonders interessant bei der Focke Wulf, weil einfach die sich ja verändert hat. Also das ist jetzt das sind die A-Varianten mit dem Mercedes 801 Motor. BMW 801 D2. Damit ist die Focke Wulf geflogen. Dieser Motor hat ungefähr 1700 PS geleistet, 14 Zylinder Doppelsternmotor da vorne drin. Später dann in den Dora-Varianten war dann eben dieser flüssigkeitsgekühlte 12 Zylinder V-Motor, also deswegen auch diese Länge hier. Also vorher Luft gekühlt, vorne Luft rein, kühlt das ganze Ding, Luft geht da hinten bei den hier noch nicht vorhandenen Schlitzen, beziehungsweise das sind die Klappen, die dann aufgehen, damit die Luft da raus kann, konnte man dann waren regelbar. Zu einem tatsächlich flüssigkeitsgekühlten Motor, den man heutzutage auch kennt in einem Auto. Und dadurch hat sich natürlich die ganze Zelle hat sich da irgendwo verlängert und es schaut komplett anders aus. Und dann zum Schluss eben noch dieser Höhenjäger, dessen Name ich jetzt nicht ausspreche, weil ich ihn wahrscheinlich sowieso falsch ausspreche und dann kommt wieder irgendein Kommentar. Ja, auf jeden Fall sieht man hier diese richtig krassen Unterschiede, wie sich das entwickelt hat. Man denkt ja immer, die Dora 9, die schaut genauso aus wie die, aber tut sie ja gar nicht. Was sagen wir jetzt? Sagen wir TA 152 oder TA 152, je nachdem. Sagen wir TA 152, so Kompromiss, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall,
sieht man hier da ganz toll mal die Unterschiede und sind wirklich alles drei eigentlich für sich super schöne Flugzeuge, gefallen mir richtig gut. Insgesamt sind 19.500 Stück sind gebaut worden. Ziemlich viele haben nicht überlebt, ich glaube ganz wenige. Und hier sieht man auch noch mal ein paar Untervarianten von diesem Flugzeug. Wir beschäftigen uns aber tatsächlich, und das ist das Schöne, weil das ist nämlich genau die hier, wir beschäftigen uns tatsächlich mit dieser Variante, die A4, weil die A4 war ja so ziemlich die erste, die tatsächlich in großer Stückzahl gebaut worden ist. Und ja, was jetzt genau die Unterschiede sind zu anderen Varianten, das schauen wir uns jetzt mal anhand der Bahnleitung und den ganzen Sachen im Detail nochmal an. Aber wer sich wirklich mit den Versionen der Focke Wulf auseinandersetzen möchte, muss sich nicht unbedingt teure Bücher kaufen. Man findet da wirklich sehr viel auf Wikipedia. Hier die ganzen Versionen alle aufgelistet und zahlreiche Bilder dazu, Informationen zu Prototypen und so weiter, was da alles passiert ist, total interessant. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz hier die technischen Daten an von ja, der A3, die der A4, die wir hier bauen, beziehungsweise der Bausatz ist, doch relativ ähnlich ist. Es gibt ein paar Unterschiede, die kommen wir gleich dazu. Man sieht hier mal, das Wichtigste ist halt einfach mal, dass man sieht, okay, der Motor ist der gleiche. Das ist der BMW 801 Delta, beziehungsweise damals hat man Thora gesagt, mit 1700 PS Startleistung. Und ja, man sieht hier die ganzen Daten, der Kraftstoff C3, ganz wichtig, hat nämlich eine ja, Oktanzahl von nicht 87, sondern ja, zum Schluss dann 100. Und das ist ein bedeutender Unterschied zu der Messerschmitt BF109. Da kommen wir aber auch später nochmal drauf. Und interessant ist eigentlich für uns hier diese A4. Und bei der A4, da gibt es ein sehr, sehr ja, gutes Vergleichsbild von dem Björn Huber von 2011, das muss man immer dazu sagen. Die Quellen ist sehr wichtig, weil der Herr Huber hat sich an der Stelle wirklich sehr viel Mühe gegeben, das muss man echt sagen, um das so darzustellen, in dieser klaren Art und Weise, dass man sagt, okay, man sieht ganz genau anhand von den grünen Pfeilen, das kommt öfters vor, wo die Unterschiede sind zu den einzelnen Versionen. Und das ist nämlich auf den ersten Blick immer nicht ganz einfach zu sehen. Hier sieht man es jetzt eigentlich schon relativ einfach, weil man jetzt hier sehen kann, man hat da hier da oben die Antennenbefestigung, sieht da mehr oder weniger relativ ja, bündig aus, oben mit der Abschlusskante vom Seitenleitwerk. Und hier sieht man, dass da eben dieser ja, diese Erhöhung rauskommt. So sieht man das auch später immer wieder bei der BF109 und so weiter. Das ist ganz üblich dann. Und das sind eben die Unterschiede zwischen der A3 und der A4. Und was man jetzt natürlich hier ja, innen drin nicht sehen kann, eben nur anhand des, der Antennenbefestigung, ist eben der Wechsel von dem Funkgerät 7 gegen das Funkgerät 16. Ja, und dadurch ergeben sich auch die Unterschiede in der ja, Antennenbefestigung. Das finde ich an der Stelle immer total interessant. Was ich auch interessant finde, ist dann, wenn man sagt, okay, Tsukaimura will später mal vielleicht eine andere Version rausbringen, nicht die A4, sondern vielleicht was anderes. Hätte ich gedacht, also in meinem ersten Video habe ich das gedacht, dass das möglich wäre, aber mit den Plastikteilen, die hier drin sind, ist es eben nicht möglich, weil wenn man sich nämlich jetzt das sehr, sehr gute Bild wiederum von dem Herrn Björn Huber anschaut, von 2011, dann sieht man ganz klar, dass das nicht möglich wäre, weil der Rumpf
die Zelle einfach von der A4 zur A5 erhebliche Unterschiede hat, die man so an der Stelle nicht darstellen könnte. Man sieht jetzt zum Beispiel an der Stelle, wenn man was Feineres zum Deuten, sieht man diese Rumpfzugangsklappe, wo man einen guten Zugang hat zu allen möglichen Sachen wie Funkgerät oder Mutterkompass und so weiter. Und diese Klappe hat hier ja so ein, ja, recht, ja, rechtwinkliges, also quadratische Form ist es nicht, aber es ist erheblich kleiner als die Rumpfzugangsklappe bei der A5. Mhm. Also das heißt, hier diese Klappe, die wir da haben, das jetzt, hier sie hol, müsste dann bei der A5 eher so ausschauen wie bei dem Modell von Revell, das ja F8 ist, also eine A8 ist. Und deswegen ist es mit diesen Plastikteilen, also die müssten dann quasi den kompletten A-Spritzling austauschen, weil sonst könnte man die nicht bauen. Und was wir auch noch hier unten feststellen müssen, was da drin steht, dass der Motor um 15 cm nach vorne verlagert worden ist. Das hat diverse Gründe gehabt, weil der Motor auch in der Erprobungsphase oder in den ersten Dingen immer überhitzt ist. Also die Zylinder in den hinteren Reihen, die unteren sind dann immer überhitzt. Und deswegen musste man das Ganze anders gestalten, damit das besser belüftet wird. Und dadurch haben sie auch die Temperaturverhältnisse im Cockpit dann verändert, weil da am Anfang auch immer zu hohe Temperaturen im Cockpit waren. Was natürlich 50 Grad ist nicht unbedingt wenig. Also wenn man dann nur einen Aufguss macht, okay, das kann man dann vielleicht machen. Aber ansonsten ist das eher unangenehm, denke ich mal. Von dem her hat sich die komplette Zelle eigentlich verändert, indem das ja auch 15 cm länger geworden ist. Also das heißt, das alles passt dann nicht mehr zusammen. Also da sind wir wieder dabei, dass man dann im Endeffekt diese Spritzlinge so nicht mehr verwenden kann. Ja, wie komme ich denn überhaupt drauf, dass Sukaimura später andere Versionen veröffentlichen möchte? Da komme ich deswegen drauf, weil eben zum Beispiel auch schon die Abdeckung, die MG bzw. Maschinenkanonenabdeckung zwei verschiedene Versionen im Bausatz mit enthalten sind. Und das eine ist halt eben für das MG17 und das andere ist für das MG131, was aber erst von der A6 zur A7 stattgefunden hat, dieser Wechsel. Also das heißt, die wollen irgendwann mal eine A7 darstellen. Ja? Was auch darauf schließen lässt, ist das Vorhandensein des Reflexvisiers bei Sukaimura, weil wir haben hier einmal das Reflexvisier C12 Delta, Bauteil Nummer 5, und dann haben wir auch das Reflexvisier 16 Bravo Beta, sagt man damals. Das schließt ja auch darauf, dass ich irgendwann mal eine A7 oder höher bauen möchte. Mit diesem Bausatz. Ja, wie gesagt, müssen sie dann aber auch ihr Plastikteil austauschen. Wie hoch die Versionen, also die Versionenzahl möglich ist, sieht man jetzt an diesem Bild von Herrn Huber, wo super dargestellt ist, der Unterschied zwischen der A8 und der A9. Und zwar, was ist das? Ja, genau, das ist die Cockpithaube. Weil wir haben nämlich einmal hier diese flache Darstellung und da haben wir einfach mal hier diese, das heißt, geblasene Cockpithaube für bessere Sicht. Und wenn man sich jetzt die Sukaimura-Teile anschaut, was sieht man dann? Okay, wir haben einmal hier vorne die flache Darstellung und einmal da hinten die geblasene. Flach, geblasen. So. Also das heißt, die wollen irgendwann mal, wenn die auch richtig recherchiert haben, eine A9 rausbringen. Ja, werden wir sehen, ob das tatsächlich so stattfinden wird. Ja, wenn wir dann schon mal beim Thema Cockpithauben sind, auf Englisch heißt das Ganze Canopy immer, sieht man hier in diesem Heft
Das ist auch was ganz was Interessantes eigentlich. So ein Heft von Squadron gibt es dann immer diese Walkarounds und finde ich eigentlich immer total interessant, weil das so eine Mischung ist aus originalen Fotos, was man hier sieht, und dann irgendwelche Zeichnungen und Darstellungen, Erklärungen. Natürlich muss man immer sehr vorsichtig sein mit originalen Fotos, weil diese Fotos meistens aus Maschinen sind, die im Museum stehen. Und viele wurden halt einfach schon restauriert. Und ob das dann richtig restauriert wurde, ob da nicht einfach dann Teile verwendet wurden von anderen Versionen, um das zu komplettieren, stellt man mal immer in Frage. Manche machen es gut, andere machen es nicht so gut. Hier sieht man auf jeden Fall mal die ganz groben Unterschiede dieser Canopies, und damit man weiß ungefähr, was gemeint ist. So sieht man das immer ganz gut, wenn das direkt nebeneinander ist, weil sonst sagt der gemeine Mensch immer, ja, wieso sieht doch alles gleich aus? Und so nebeneinander sieht man halt immer, dass es ja nicht gleich ist. Das ist ein total interessanter Mechanismus, ist ja auch immer das mit diesem Antennendraht, der sich da automatisch immer spannt. Da sieht man ein bisschen diesen Mechanismus, wenn da die Cockpithaube geöffnet wird, dann wird das praktisch, die fährt sie ja dann nach hinten, und dadurch spannt sie dann auch ein bisschen der Antennendraht und hängt zwar ein bisschen durch, dann sieht man auch auf Bildern so, aber anscheinend ist es so besser. In der Bahnleitung findet man das Ganze dann ja relativ weit hinten auf Seite 47, ist Wahnsinn. Also wie gesagt, diese Bahnleitung ist überdimensional krass, wie so ziemlich jede Bahnleitung von Tsukemura. Und hier sieht man eben dann auch ja den Verweis auf die flache Cockpithaube, nicht auf die geblasene, was ja an der Stelle total richtig ist. Und was mir in der ersten Bausatzvorstellung auch nicht aufgefallen ist, warum eigentlich da zwei dabei sind, die ziemlich ähnlich ausschauen. Wenn man sich die jetzt ansieht, diese Teile, wenn jetzt die geblasenen, drehen wir sie mal um, dann haben wir hier nochmal die flachen. Wenn man sich die jetzt ansieht, dann sind diese Teile eigentlich für mich, die Teil Nummer 7 und Teil Nummer 13 sehen für mich identisch aus. Also wirklich identisch. Ich habe es mir ganz, ganz lange angesehen und ich tue mir echt schwer, einen Unterschied zu finden. Aber anscheinend muss es einen Unterschied geben, weil Tsukemura sagt, wenn du, das ist immer das Tolle hier, Option, heißt bei Tsukemura, ich kann es so oder so machen, in dem Fall standardmäßig bei fast jedem Bausatz Cockpit offen oder geschlossen. Und in dem Fall muss ich ein anderes Teil, also das ist da hier die U, der Spritzling ist die Nummer U, hat die Überbezeichnung U, die U13 nehmen, und hier muss ich die U7 nehmen. Also wir sind jetzt hier nicht in München in der U-Bahn unterwegs, sondern wir haben hier die Wahl zwischen zwei Canopies, Cockpithauben, einmal für den geschlossenen Zustand und einmal für den offenen Zustand. Ja, muss man wissen. Genau, weil sonst bekommt man vielleicht tatsächlich Probleme beim Bau. Was ich auch interessant finde, das habe ich in der anderen Bausatzvorstellung auch noch gar nicht gehabt, Tsukemura hat da auch noch so Beiblätter mit dabei, die gar nichts mit der Bauanleitung zu tun haben. Und total interessant, Tipps for more accurate and beautiful for happy modeling. Da sieht man dann noch ein paar Tipps, wie man jetzt das Ganze bauen kann, damit man keine Passprobleme oder sonst irgendwas bekommt. Finde ich total interessant, haben sie sich echt einmal Gedanken gemacht. Gut, ich meine, für den Preis kann man sich diese Gedanken schon ja, erwarten. Also ist echt interessant, zwei Blätter sind da mit dabei, wo man sieht, wie die Vorgehensweise sein soll. Finde ich mal interessant an der Stelle. Canopy, wie gesagt, total interessante Geschichte. Aber eine Seite davor ist auch schon sehr interessant, weil hier geht es nämlich eben, wenn wir meine Merker wegmachen, hier geht es nämlich tatsächlich um dieses
Reflexvisier, haben wir ja vorher schon mal gesagt, welches da drin ist. Hier sieht man auch eine super Darstellung, wie das dann nachher aussehen soll. Okay, ich würde jetzt den vorderen Bereich, das ist ja quasi das Polster, wo der Pilot dann vielleicht seine Stirn dranlegen kann oder sonst irgendwas, oder überhaupt, damit er halt, was weiß ich, wenn das Flugzeug bremst oder so, dass er sich da hier noch nicht die Rübe anhaut, würde jetzt eher braun machen. War meistens tatsächlich eher braun, aber vielleicht hat es auch schwarze Polster gegeben, ich weiß es nicht. Aber das ist wieder hier im Bereich Nietenzählerei, at its best. Und wichtig ist an der Stelle eben, dass hier dieses Reflexvisier mit der Nummer U5, das ist eben das C12D, habe ich mal schon angeschaut. Also kann man tatsächlich, wenn man sich die Bilder von den Reflexvisieren einmal im Internet ansieht, sieht man, dass die genau so aussehen. Also das größere ist das 12C, C12D, und das kleinere ist das 16B. Das da unten. Genau, das dann später dran kommt. Und hier, total richtig angegeben, eben das C12G. Ja, für die nächste Betrachtung, ihr seht das bereits im Hintergrund, habe ich mir ein bisschen größere Geschütze aufgefahren. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir schauen uns die Bewaffnung an. Wir haben da hier die Standardbewaffnung bei der A4, war im Endeffekt die gleiche wie bei der A3. Das sind in dem vorderen Bereich eben diese MG17 gewesen im Kaliber. Ja, im Endeffekt eigentlich 8x57, 7,92 um genau zu sein, mal 57. Das sind im Endeffekt diese Munition mit so einem Gurt. Das hier, da sieht man, so schauen die Platzpatronen aus, so schaut die eigentliche Munition aus, die auch zum Beispiel im MG42 verwendet wurde oder eben auch eingeführt worden ist mit dem Gewehr 88. Also dafür ist sie eingeführt worden, 8x57 IS, Infanteriespitze heißt das Ganze. Und wurde natürlich dann später im Gewehr 98 verwendet, Erster Weltkrieg, und dann später dann im Karabiner 98K, das die Standardbewaffnung der deutschen Wehrmacht war. Und im Endeffekt ist dieses Kaliber, ja, wie man sieht, ja eigentlich relativ klein, dafür hohe Kadenz, über 1000 Schuss pro Minute konnte dieses MG verschießen. Und das ist eben das MG17 gewesen, das direkt da vorne eingebaut ist, hinterm Motor. Das müsste dann, das ist die Q8, die Q8, da sieht man hier, das ist der, das ist hier dieses MG, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was nicht so schön ist, dass die krumm sind. Also das ist formtechnisch nicht so cool. Kann man natürlich korrigieren, muss man vielleicht ein bisschen warm machen, ein bisschen gerade biegen, dann wird es schon gut aussehen. Später soll eingebaut werden, ab der Version A7, habe ich mir mal so aufgeschrieben, das MG131. Ist jetzt aber in dem Bausatz auch noch nicht drin. Also es ist zwar die andere Abdeckung ist mit dabei, damit man das andere MG verwenden kann. Das, beziehungsweise an der Stelle muss man sagen, das ist ja hier tatsächlich noch ein Maschinengewehr. Ne? Und später kommt dann halt eben eine richtige Maschinenkanone, wo man dann 20 mm Geschosse hat. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes. Natürlich nur an der Stelle, an anderer Stelle im Flugzeug ist diese Munition schon verbaut gewesen. Wobei ich feststellen muss, dass das natürlich, also das ist so ein Dummy, den ich mal irgendwo gestanden habe. Das Kaliber ist das gleiche und auch das Geschoss sieht sehr ähnlich aus, aber die Hülse war natürlich bei der FF zum Beispiel oder bei dem MG 151 Maschinenkanone dann sehr viel kürzer, eher so wie in Richtung wie bei der M61 Vulkan, wie man das mal hier so sieht. Das ist von, also die in der Phantom zum Beispiel drin ist, die Maschinenkanone,
so eine Gatling Gun ist das, also die haut richtig was raus hier da. 100 Schuss pro Sekunde, das ist schon eine krasse Nummer. Und das ist hier eine auch 20 mm, 20 x 102 und die Hülsenlänge beim MG 151-20 war 20 x 80, also das ist schon nochmal ein Stückel kürzer. Und wenn man das jetzt mal dann auch nochmal vergleicht, das hier zum Beispiel, Ragon, das ist jetzt von der Mauser BK-27, also das ist die Bordkanone vom Eurofighter zum Beispiel. Also da hat sich schon nochmal einiges getan, habe ich leider jetzt kein Geschoss dafür da, aber man sieht schon, das ist ein gewaltiger Unterschied, was das ausmacht. Und wenn man das jetzt eben vergleicht mit dem Maschinengewehr, ist dann klar, dass man dann später da was Größeres eingebaut hat, weil halt einfach die Wirkung im Ziel ganz andere ist. Wobei es natürlich auch teilweise so war, dass dass die Leuchtspur mit Leuchtspur bestückt worden, also jede zweite macht man so oder jede dritte. Dadurch hat man eine gute Visualisierung, wo man hinschießt, und konnte dadurch, also haben die quasi das als Ziel Unterstützung hergenommen, um dann eben mit der Maschinenkanone zu schießen, weil die ja beide, synchronisiert ausgerichtet waren. Apropos synchronisiert, sind wir schon beim richtigen Thema. Die MGs und Maschinenkanonen, die im Bereich Propellerreichweite montiert worden, waren ja immer so synchronisiert, dass die nur dann gefeuert haben, wenn gerade der Propeller nicht da war, weil sonst schießt man sich ja den Propellerzaun. Das wäre ein bisschen ungünstig, und diese Maschinengewehre und Maschinenkanonen waren halt eben so synchronisiert, dass das immer genau da zwischendurch geht. Ja? Hier auf dieser Seite kann man jetzt eben erkennen, das Maschinengewehr 151 montiert werden, sieht man da, und eben diese FF-Maschinenkanone. Kann man hier ganz gut sehen. Und diese Bauteile, die sind ja tatsächlich, wie ich vorher schon angemerkt habe, sind die alle mit dabei. Einmal haben wir hier das MG17, dann haben wir hier das FF, und da ist das ein bisschen schlecht zu erkennen, ne? Weil das so zerlegt ist, das ist mehr oder weniger ein Teil davon, und die Läufe sind dann da. Hier kann man es erkennen. Ja. Also sind die Sachen da, aber wie gesagt, MG 131 habe ich noch nicht gefunden bei den Plastikteilen. Also das heißt, da müsste nur nachgebessert werden. Also das heißt, wenn eine spätere Version rauskommen sollte, ab der A7, dann muss hier, dann müssen sie noch andere Plastikteile mit in die Schachtel reintun, als die jetzt bisher mit drin sind. Ja, und jetzt kommen wir mal tatsächlich zu was, das in diesem Bausatz ja falsch ist, weil bisher, wurde eigentlich so ziemlich alles gepasst. Es sind halt einfach bloß Sachen nicht dabei, die für spätere Versionen gebraucht werden. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, was nicht passt. Und in dem Fall ist es an der Stelle hier, sind es diese Dreiecke, die hier an der Stelle an dem Flugzeug sind, oberhalb von dem Tankstutzen. Und die sind natürlich auch hier auf unserem Dickelbogen drauf. Ist jetzt hier mit der Kamera schwierig darzustellen, weil es schon wirklich extremst klein ist. Ich werde noch ein Foto dazu machen und schauen, dass ich das noch hier mit reinkriege. Auf jeden Fall, wichtig ist, dass dieses Dreieck hier, die Mechaniker bzw. das Wartungspersonal darauf hinweisen soll, welcher Kraftstoff für dieses Flugzeug getankt werden muss. Weil das ist ja, kennt selber von der Tankstelle, okay, wir können uns jetzt schon auswählen, ob wir E10 oder Super tanken, das ist total egal, vielleicht auch Super Plus, wäre immer besser. Aber Diesel wäre schon ganz schlecht. Und gerade bei solchen Motoren ist es halt schon wichtig, dass man die richtige Oktanzahl hat, weil der Motor vielleicht sonst zum Klopfen neigt oder weil halt einfach der die Leistung nicht bringt und weil halt einfach das komplette Kraftstoffmanagement darauf ausgelegt ist, auf eine bestimmte Oktanzahl. Ja. Und
An der Stelle sieht man, das kann man jetzt hier nicht lesen, die Zahl 87. Das heißt, es gab entweder die Beschriftung B4 oder 87. Das deutet darauf hin oder sagt dem Personal, dieser Kraftstoff, der da rein muss, muss mindestens 87 Oktan haben. Ja, jetzt ist aber leider so, dass der Motor, der da in dieser Focke Wulf eingebaut ist, nicht die Oktanzahl 87 braucht, sondern mindestens 96 beziehungsweise später dann 100. Also das heißt, da müsste die Bezeichnung C3 stehen, ja, was eigentlich für die Oktanzahl 100 steht. Also entweder stand da eine 100 oder eine C3 oder eine C3 und drunter eine kleine 100. Ja, also das heißt, dieses Dickel ist an der Stelle einfach ja, falsch. Muss man sich entscheiden, ob man jetzt das hernimmt und sagt, ja okay, dann ist es halt falsch, oder ob man sagt, ja, dann müssen wir halt ein anderes noch besorgen. Also es gibt im Aftermarket, also im Zubehör, gibt es auf jeden Fall, habe ich schon nachgeschaut, gibt es Deckels, die die korrekte Bezeichnung haben und kann man halt dann ja entsprechend ja, austauschen, wenn man das möchte. Tja, und an dieser Stelle höre ich dann jetzt auch auf, weil es werden Sie mit Sicherheit noch ein paar Sachen während des Baus rausstellen, was jetzt nicht passt. Und ich denke, das wird auf jeden Fall noch spannend. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, was ich auch denke, was euch irgendwie klar geworden ist, dass wenn man diesen Bausatz sich besorgt für das Geld, ja, jetzt um die 120 Euro ungefähr, dass man da wirklich was echt Tolles bekommt. Also man wird wirklich sehr viel Spaß haben beim Bauen, wenn das dann auch noch alles zusammenpasst. Und die Japaner haben da an der Stelle auch einen historisch und technisch guten Job geleistet, bis auf jetzt das eine Dickel mit der falschen Darstellung bzw. der falschen Angabe des Treibstoffes. Aber ich denke, das ist wirklich ein sehr kleiner Mangel. Viele, die so ins Detail gehen, werden sich sowieso einen anderen Dickelsatz holen, weil der vielleicht ihnen nicht gefällt oder sonst irgendwas. Die Stencils gibt es, also die Wartungshinweise gibt es auch einzeln zu kaufen von verschiedenen Herstellern. Von dem her ist das was, das man auf jeden Fall in den Griff bekommen kann. Ganz zum Schluss habe ich ja auch schon gemacht, kann man sie ja immer noch Dickels drucken lassen, also meinen Auftragsbau, den ich damals gehabt habe mit der TAR 152. Da haben wir speziell welche drucken lassen, dass das genau so stimmt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er hier ins Detail gehen möchte oder nicht. So oder so, es wird, wie gesagt, wirklich Spaß machen, diesen Bausatz zu bauen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr sagt, ja, will ich mehr davon sehen, dann auf jeden Fall den Abo setzen und Alarm, damit ihr auch da nichts verpasst von mir, was ich in Zukunft machen werde. Für Kritik oder Anmerkungen oder auch, hey, hat mir gefallen, bitte kommentiert, das ist das Brot des Künstlers quasi. Von dem her wünsche ich euch wirklich viel Spaß damit und wir sehen uns dann bei der nächsten Bausatzvorstellung oder beim nächsten Technikvideo. Also macht es gut, bis dann, ciao, servus.